So, ich hoffe, man hört mich ganz gut. Wir sind gut in der Zeit. Ja, dann fangen wir einfach mal mit dem Talk, woher weiß die Shell, was sie tun soll, wenn ich Tab drücke, an. Wie ihr seht, Tab. ja, und das ist Paul, der wird gleich den Vortrag für euch halten. Und mit diesem tollen Tab-Zeichen würde ich einfach einmal an dich übergeben. Und ja, Tab. Tab, Tab. Ja, danke für die Einführung. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Als Einführung, wie kam es überhaupt dazu, dass ich mich mit Tab-Completion beschäftigt habe? Vor 7 Jahren war die Welt noch in Ordnung. In manchen Aspekten. Meine Arbeit sah so aus: Ich komme morgens ins Büro, Rechner auf, SSH auf irgendeinen Rechner, der irgendwo in der Uni steht. Und ich musste so einen Befehl immer vor meiner Arbeit einfügen, weil sonst hat Zeugs nicht funktioniert. Unsere Softwareprojekte waren nach berühmten realen oder fiktionalen Personen benannt. Zum Beispiel eines der Projekte war Panoramix. Und wenn ich Panoramix-Plugins kompilieren wollte, muss ich halt Setup Panoramix machen. Da wurden dann irgendwelche Umgebungsvariablen gesetzt, ohne die Zeugs nicht funktioniert. Und dann konnte ich irgendwie sowas erinnern wie CMake-D, CMake-CXX-Standard, bla bla bla, den ganzen Krams. Und das war eigentlich recht ergonomisch, weil was ich getippt habe, war eigentlich immer nur S-Tab, Part-Tab, CMA-Tab, C-Tab, Tab, 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 Tab und die Shell hat den Rest gemacht und das so ausgefüllt. Und das ist eigentlich recht komfortabel, weil wenn man jetzt so einmal im Monat CMake benutzt, da kann man sich nicht dran erinnern, ist es jetzt CXX-Standard oder CPP-Standard oder C++-Standard und muss man nach dem Gleichheitszeichen nochmal C++ schreiben oder nicht, weil bei GCC muss man es und bei CMake nicht. Aber die Tab-Completion von der Shell, die kriegt das einfach hin und da muss man nicht jedes Mal Kontext switchen und die Dokumentation aufmachen und das ist super. Also Take-Home-Message Nummer 1, wenn ihr irgendwas von diesem Vortrag mitnehmt, dann Automatisierung ist gut, Computer sind gut darin, Dinge richtig zu tippen. Dinge, die Computer besser können als Menschen, sollte man Computern überlassen. Ja, aber dann irgendwann ging das nicht mehr. Dieser Setup-Panoramix-Befehl war nicht mehr zu maintainen upstream. Die Core-Developer haben das umgeschrieben, dass man jetzt seine Befehle prefixen musste mit lb-run-panoramix und dann die Befehle. Und meine Shell hat das nicht auf die Reihe gekriegt. Die wusste einfach nicht, was sind gültige Projektnamen, was kann man da nach lb-run alles hinschreiben. Und vor allem wusste sie dann auch nicht, wenn ich dann panoramix-cmake schreibe, dass jetzt die CMake-Completion gestartet werden muss und wie die Argumente da sind. Also habe ich mich beim Dev-Team ausgeheult, dass das doch ein Rückschritt in Ergonomie ist und er kam zurück, ja, sorry, wir haben weder die Ressourcen, den alten Workflow zu maintainen, noch uns jetzt in Tab-Completion-System einzubauen, arbeiten. Aber wenn du rausfindest, wie es geht, sag Bescheid, wir wollen das auch. Und an der Stelle hätte ich aufgeben sollen. Ich habe aber den Fehler gemacht und mir gesagt, Challenge accepted. Und habe mich gefragt, ja, woher weiß die Shell, was sie tun soll, wenn ich Tab drücke? Und das einfachste Beispiel, was ich gefunden habe, ist GNU-Generic. Also ihr kennt das vielleicht irgendwie, man hat ein Kommandozeilenprogramm und wenn man da --help drückt, dann sagt einem das Kommandozeilenprogramm, wie man das Programm bedient. Und eigentlich steht doch hier schon alles drin. Also eigentlich, das ist ein halbwegs Standardformat. Die Shell sollte rausfinden können, okay, ich kann hier --format und --name und so ein Zeugs hinschreiben. Aber wenn ich das hier mache und auf Tab rumhämmere, da passiert halt gerade nichts. Außer man macht ein bisschen Magie. Wenn ich jetzt Demo py --Zeugs drücke, wow, dann steht da, das sind die gültigen Argumente. Day oder Format oder Help oder Name. Ist nicht so richtig schlau, das Ding. Also wenn ich hier Format nehme, ihr habt gesehen, die gültigen Werte sind CSV und TXT und die Completion schlägt mir vor, Demo und Setup. Na gut, also kleiner Fortschritt. Was da drin passiert, ist einfach nur, ich sage dem Completion-System meiner Shell, wenn ich demo.py ausführe und auf Tab drücke, dann ruft mal die Funktion GNU-Generic auf. Die wird bei ZSH mitgeschippt. Die macht also ein bisschen Heuristik auf --help und versucht herauszufinden, wie man dieses Programm bedient. Und manche Dinge funktionieren, manche nicht. Okay, cool. In der Praxis, also was kann man hinnehmen, mitnehmen für ZSH, kann man sagen compdev, Name einer Funktion, Name eines Programms und dann weiß die Shell, was sie tun soll. Aber ganz ehrlich, die wenigsten
haben ihre ZSH-RCs voll mit Einträgen für jedes einzelne Programm, was sie haben, welche Funktion muss da aufgerufen werden. In der Praxis sind die Systeme etwas advanceder. Also bei ZSH gibt es die Umgebungsvariable fpath für Function Path. Und jede Datei, die da drin liegt, wird geparsed und als Funktion geladen. Bei Bash ist es ähnlich. Es gibt irgendwie diesen Path User Share Bash Completion. Da liegen auch ganz viele Dateien drin. Jede Datei davon ist halt irgendeine Shell Completion. Da können wir uns ein paar von anschauen. Zum Beispiel diese hier. Unterstrich GCC. Und ihr seht, die sind schon ziemlich aufwendig. Also wenn ich hier anfange runter zu scrollen, das nimmt kein Ende. Es gibt aber ein paar Dinge, die interessant sind zu sehen. Zum Beispiel wird diese Datei eben nicht nur für GCC benutzt, sondern auch für G++ und Clang und Clang++. Und auch wenn man Completion für die Umgebungsvariablen CXX-Flags benutzt und C-Flags und so weiter. Und wenn wir jetzt weiter drin rumsuchen würden, würden wir auch sehen, dass es um Tab-Completions ein riesen Ökosystem gibt, nämlich Helper-Funktionen für so Sachen wie gib mir mal ein Directory oder gib mir eine Liste von Directories, die mit Doppelpunkten getrennt sind. Also da muss nicht in jeder Funktion hier das Rad neu erfunden werden. Was vielleicht bemerkenswert ist, welchem Paket gehört diese Datei? Blub. Die wird mit ZSH Common mitgeschippt. Das heißt, ein Teil dieser Completion-Funktionen werden von den ZSH-Maintainern maintained oder bei Bash eben dann von den Bash-Maintainern. Es gibt andere Beispiele, zum Beispiel ripgrep, das werden wir uns später hoffentlich nochmal anschauen, wenn ich mich da nicht vertippe. Sehen wir, die Datei wird mit dem ripgrep-Paket mitgeschickt, das heißt, da kümmern sich die ripgrep-Autoren drum, dass Shells wissen, was man mit ripgrep tun kann. Und noch eine Kleinigkeit, die ich zeigen wollte, ist, diese Completion-Funktionen sind meistens auch recht klug. Also wenn wir uns LZ4 anschauen, das hat viele Funktionen. Zum Beispiel kann es verbose sein und quiet. Und wenn ich jetzt aber hier verbose schon reinschreibe, wird mir quiet nicht mehr vorgeschlagen. Wenn ich verbose wegmache, gibt es die Quiet-Option wieder. Also, das ist irgendwie ganz cool und das mussten eben nicht die Autoren von LZ4 machen. Dafür gibt es Helferfunktionen, dafür gibt es ein Ökosystem an coolen Helferfunktionen. Ich habe zwei Beispiele genannt, wo Completion-Funktionen herkommen. Es gibt noch ein drittes Beispiel. Für die Arch-Nutzer gibt es das Paket ZSH Completions. Also das ist ein Projekt auf GitHub, was weder Software maintained noch eine Shell maintained, sondern einfach nur Third-Party-Tab-Completion-Definitionen schreibt. Oder für ZSH gibt es eben auch OhMyZSH, nur das gleiche mit noch mehr Krams kriegt. Also, Take-Home, woher weiß es die Shell? Es gibt unterschiedliche Quellen mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen. Also wenn ein Upstream-Paket die Tab-Completion mitschickt, muss ich sagen, hat das für die Maintainer halt einen riesen Nachteil. Im Beispiel von ripgrep, du musst jetzt nicht nur wissen, wie man Dateien schnell liest und reguläre Ausdrücke passt. Du musst Rust programmieren können, du musst Bash programmieren können, du musst ZSH programmieren können, du musst Fish programmieren können, du musst PowerShell programmieren können und was weiß ich nicht noch alles. Sorgt aber dafür, dass du eine Single Source of Truth hast. Also wenn ripgrep jetzt ein neues Command-Line-Flag einfügt, wissen sie, dann aktualisieren die Completion-Funktion. Alles ist in Sync. Am Beispiel von GCC, wenn ich mir bei meinem Workflow jetzt sage, nein, ich kann jetzt G++ nicht upgraden, aber ich kann auf eine neue ZSH-Version upgraden, dann kriege ich plötzlich eine neue Completion-Definition, die mir Kommandozeilenoptionen anbietet, die mein Compiler gar nicht unterstützt. Ja, den anderen Kram habe ich schon vorweggenommen. Und die Frage ist, gibt es da nicht was Besseres? Und die Antwort ist ja. Hier. Das ist jetzt ein uralter Docker-Container, weil mit neuerer Software geht das nicht. Irgendwann hat mich genervt, dass ich mir bei pip nicht merken kann, ist es pip remove oder pip uninstall, um ein Paket loszuwerden und wollte deswegen Tab Completion haben und habe auf Stack Overflow rausgefunden, wie das geht. Und was passiert hier? Das Beispiel geht davon an, pack einfach mal diese Zeile hier in deine ZSH-RC. Evaluate pip completion minus minus ZSH, das können wir uns schnell anschauen. Das macht einfach nur Code Generation, es definiert eine neue Funktion und sagt dann, benutzt zum Completen des pip-Kommandos bitte diese Funktion, die hier steht.
Was tut diese Funktion? Das ist ein bisschen unleserlich hier wegen den Umgebungsvariablen. Im Wesentlichen sieht das so aus. Wir legen eine Umgebungsvariable fest. Jetzt wird Tab Completion gemacht. Das ist die aktuelle Kommandozeile, an der ich schreibe. Der Cursor ist im ersten Wort. Pip, tu was damit. Also wenn wir das ausführen, sagt uns Pip, wenn der Nutzer Pip C Tab schreibt, dann sind gültige Vorschläge Check und Completion. Oder wir könnten auch schauen, was gibt es bei Pip Minus. Ups, hier hätte ich nicht Tab drücken sollen, sondern Enter. Das sind die ganzen Flags, die Pip hat. Der Stack Overflow-Eintrag ist ein Lehrbeispiel, wie man das Internet nicht bedienen sollte, weil es der Fehler, den ich damals gemacht habe, war, lesen bis zur Lösung, benutzen und dann durchdrehen darüber, wie schlecht die Lösung ist. Denn, und das hat auch dann der Autor der Antwort und der Frage bemerkt, das hier dauert eine halbe Sekunde. Eine halbe Sekunde für 8 Zeilen Code Generation. Und das steht in der ZSHRC drin. Das heißt, jedes Mal, wenn ich ein neues Terminal aufmache, arbeitet der Computer eine halbe Sekunde daran, um Tab Completion für Pip zu definieren, auch wenn ich dann nur SSH mache und Pip gar nicht benutze. Deswegen gibt es dann, wenn man das zu Ende liest, auch längere Anleitungen, die sagen, yo, leg dir halt so eine Datei an, wo das drin geschrieben ist, leg die in deinen F-Path, dann wird das einmal geparst und gepasht, hasht und dann ist gut, dann muss nicht Pip gestartet werden. Aber das löst noch nicht alle Probleme, nämlich auch wenn ich hier Pip C Tab mache, ihr habt gesehen, in der Funktion, die ruft auch nur Pip auf, auch das dauert eine halbe Sekunde. Und jetzt kommt der Grund, warum ich hier einen Ubuntu 18 Container nehmen musste. Ich habe mal einen Profiler draufgeschmissen. Alles, was Pip hier tut, ist Import-Statements von Python auflösen. Und es gibt das Faster C-Python-Projekt, was angegriffen hat. Mach das mal schneller. Also das Problem, dass das hier High Latency ist, das löst sich mit dem nächsten Python-Release von alleine und wir sind happy. Und bis dahin müssen wir damit leben. Also, Take-Home-Message. Woher weiß eine Shell, was sie schreiben muss, wenn man Tab drückt? Man fragt den Kommandozeilenparser, denn Kommandozeilenparser wissen schon selbst am besten, was gültige Argumente sind. Dabei gibt es so in meiner Erfahrung von Software, die ich gesehen habe, Skalierungsprobleme. Einmal will man Code Generation jedes Mal, wenn man Terminal startet, aufrufen. Muss man für jedes Tab jetzt einen Prozess starten, der nur Import Statements aufruft und einem dann die Subkommandos von Pip zurückgibt? Ich meine, die ändern sich noch nicht mal mit jedem Release. Nicht jedes Mal muss da Code Generation ausgeführt werden und was abgefragt werden. Es hat aber auch massive Vorteile. Also in dem Beispiel hier, da kann einfach die Completion-Funktion und der eigentliche Code nicht off-sync sein, weil das passiert bei Runtime, dass ich hier inkompatible Pakete installiere. Das geht einfach nicht. Das Ganze hat geringen Maintenance-Overhead. Das Beispiel, die Funktion, die ich gerade gezeigt habe, die da generiert wird, hier, die sieht ein bisschen anders aus, als was ich euch vorhin für GNU Default gezeigt habe. Und das liegt daran, dass ZSH irgendwann mal das Completion-System umgeschrieben hat und dieses hier das ältere ist, was aber deutlich näher ist an dem, was Bash hat. Das heißt, hier sagen die Pip-Autoren, wir benutzen fast das gleiche Interface in Bash und ZSH, unterstützen beide Shells ohne Maintenance-Overhead. Das ist richtig gut. Und auch die Anleitung von Stack Overflow, dieses pack das in deine Shell-RC, das funktioniert einfach. Das geht nicht davon aus, dass ich irgendwo in /user-Dateien anlegen kann, was ich vielleicht, wenn ich gar keine Root-Rechte auf dem Device habe, gar nicht machen darf. Das muss nicht sagen, wie ist denn auf deiner Linux-Distribution die fpath-Variable, kannst du die editieren, leg da eine Datei rein. Wenn die Pip-Autoren eine verrückte Idee haben und sagen, wir schmeißen das weg, wir schreiben es in Rust neu. Das bisschen Interface, das kann man kompatibel halten. Sprich, wenn irgendein Pip-Nutzer jetzt eine neue Version reinkriegt, wo sich das Backend komplett geändert hat, geht denen nicht der Workflow kaputt. Die Code-Generation ist immer noch da, es wird jedes Mal neu generiert. Man verliert ein paar coole Feature, muss ich sagen, wenn man Kommandozeilenparser die Aufgabe lässt, Tab-Completion zu machen. Es steht in Klammern, weil ich habe den Fehler gemacht, eine Demo hierfür vorzubereiten. Ich hatte ein gutes Beispiel im Kopf und dann festgestellt, dass die Python-Maintainer in den letzten 2 Jahren irgendwie gearbeitet haben und die Feature, die ich zeigen wollte, die fehlen, einfach implementiert haben. Also das ist schon ein bisschen dreist. Aber was ich sagen kann, was fehlt, ist, ZSH hat hier diese Feature, dass
Vorschläge gruppiert werden können. Also wir sehen hier, alle C++-Flags sind zusammen, alle C-Flags sind zusammen und alle sonstigen Flags sind zusammen. Die sind nicht alphabetisch zusammensortiert. Das kann bisher noch kein CLI-Tab-Completion-Parser, den ich gesehen habe. Vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit. Ansonsten schauen wir uns mal an. Hier habe ich ein kleines Programm mit Python ArcPass geschrieben. Das ist relativ Standard Python-Code. Man instanziert einen ArcParser und dann kommen hier nur ein paar Zeilen dazu. ArcComplete und man kann auch noch sagen, hier für dieses Argument minus minus name, ruf mal bitte diese Funktion hier auf. Ups. Schauen wir uns die Funktion an. Die gibt einfach nur ein Dictionary zurück. Das sind gültige Werte, das sind Beschreibungen der gültigen Werte. Und wenn ich jetzt Demo minus minus Zeugs mache, steht da, das hatten wir vorher schon, welche Argumente es gibt, wenn ich Format habe. CSV und TXT. Cool, da werden jetzt nicht mehr Dateinamen vorgeschlagen. Name. Panoramix, der Druide aus den Asterix-Comics. Ja, sehr coole Sache. Ja, alles gezeigt. Genau, das ist also jetzt so mein Punkt, wo ich sage, gibt es da was Besseres? Man kann Kommandozeilenparsern die Aufgabe überlassen, Tab-Completion zu machen. Ich bin eigentlich mit ArcParse und ArcComplete doch sehr zufrieden beeindruckt, aber ich glaube, Click konnte das auch schon ein paar Jahre früher, was auch von Python ist. Ich habe gesehen, Cobra in Go hat ähnliche Funktionen. Ich weiß auch nicht, wie feature-vollständig. Und ich glaube, das stand in meiner Bio im Fahrplan. In Rust gibt es Clap, was in RipGrep benutzt wird. Das ist das Beste. Benutzt das, schreibt alle eure Software in Rust neu. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, vor Jahren mal hat irgendwas in der Tab-Completion in RipGrep mir nicht gefallen. Ich habe die Datei aufgemacht und gesehen, das ist ein trivialer Fehler, da fehlt irgendwo ein Leerzeichen. Und wollte das upstreamen und habe die Datei aber im Upstream-Paket nicht gefunden und mir den Build-Workflow angeschaut und festgestellt, Cargo, also das Build-Tool von Rust, hat diese Build.rs-Dateien. Das ist Code, der bei Package-Build-Time ausgeführt wird. Und hier drin versteckt sich dieses, instanziere mal den Kommandozeilen-Parser und mach Code-Generation für Bash und Fish und PowerShell. Damals auch für ZSH, inzwischen nicht mehr. Und was da rauskommt, ist halt so eine lange Textdatei, die diesen ganzen ZSH-Funktionscode hat. Und die ist schon ziemlich advanced. Jetzt habe ich den Fehler gemacht zu scrollen. Diese Zeile wollte ich zeigen. Hier, wenn man jetzt wissen will oder tabben möchte, ripgrep minus minus color, muss nicht ripgrep aufgerufen werden, um zu sagen, was sind gültige Werte für color. Weil die sind bei Build-Time von RipGrep bekannt und werden hier in die Textdatei reingeschrieben. Das heißt, ich kann hier irgendwie RipGrep minus minus color machen und da steht hier color, nicht colors. Ugh, fein, ihr habt die Idee erkannt. Also da hätte jetzt eigentlich, was hätte da stehen sollen? Never, auto, always, ANSI. Das passiert, wenn man es live macht. Und das, finde ich, ist in Skalierung einfach viel, viel besser, weil jetzt läuft Code-Generierung nicht einmal bei jedem Nutzer, der das Paket installiert, nicht jedes Mal, wenn ein Terminal aufmacht, nicht jedes Mal, wenn Tab gedrückt wird, sondern einmal, wenn Debian sagt, wir shippen eine neue RipGrep-Version, da wird der Code generiert, die Textdatei generiert, die wird auf einem kleinen Computer installiert. Shells können Caching, das heißt, die Funktion muss auch nicht jedes Mal, wenn eine neue Shell startet, geparst werden. Es wird einfach nur festgestellt, die Datei wurde nicht modifiziert und wird aus dem Cache geladen. Super. Wenn ich Tab drücke, muss kein neuer Prozess gestartet werden. Das war das, was vorhin bei Pip noch so ein bisschen doof war. Ist bei RipGrep, glaube ich, kein Problem, weil das recht fix im Starten ist. Aber trotzdem, der Overhead-Subprozess starten ist nicht da. Das Einzige, was mir noch gefehlt hat, was ich noch in keinem, also was ich glaube, was bei Build-Zeit nicht gemacht werden könnte, sind so Programme wie das YouTube-Download-Tool. Also ihr kennt das vielleicht, Chaos-Veranstaltung ist zu Ende, ihr konntet nur die Hälfte aller Vorträge anschauen und müsst schnell alle runterladen. Und je nachdem, wie groß eure Festplatte ist oder wie hochauflösend euer Bildschirm ist, wollt ihr die vielleicht in einem unterschiedlichen Format runterladen. Und ich glaube, das ist out of scope. Also die Autoren von Clap können nicht einen Code-Generator für Videoformate des VOX anlegen. Oder zumindest
ich fände es mehr gerechtfertigt, wenn sie sagen, machen wir nicht. Wenn sie es machen, wäre auch cool. Also hier braucht man, glaube ich, doch einen Callback auf das Programm, um zu Runtime zu fragen, in welchen Formaten ist dieses Video verfügbar. So, entgegen jeglicher Panik, die ich heute geschert habe, habe ich nicht maßlos überzogen und bin tatsächlich schon am Ende. Die ultimative Antwort auf die Frage, woher weiß die Shell, was sie tun soll, wenn ich Tab drücke, ist, da haben sich andere Menschen drum gekümmert und das irgendwie in Software paketiert und das wird zu euch auf den Rechner geschippt. Wenn ihr selbst Kommandozeilentools maintaint, ist mein Ratschlag echt, schaut euch eure Kommandozeilenparser an. Es lohnt sich, die Doku nicht nur zu überfliegen, sondern auch zu Ende zu lesen. Was ihr da rausbekommt als Mehrwert für eure Nutzer, ist sehr geringe Maintenance für euch. Ihr müsst euch nicht in 5 Shells einarbeiten. Und es läuft nicht out of sync. Das Ding weiß immer, was sind gültige Kommandozeilenflags, die ihr habt. Wie gesagt, vielleicht habt ihr ein bisschen Runtime-Overhead auf der Nutzerseite. Wenn ihr wollt, dass Tab-Completion in 10 Millisekunden läuft, dann ist das nicht eine Lösung von euch. Es ist nicht ganz so awesome wie von Hand geschrieben und handoptimierte Kommandozeilen-Tools. Also ich sehe nicht, wie Completion von Umgebungsvariablen, die euer Programm beeinflussen, da funktionieren sollte. Ich meine, das ist so eine Sache, die ich hier irgendwie habe, wenn ich mache Export, Rust Log. Wenn Logging Level für den Rust Environment Logger festgelegt, ohne dass da irgendein Programm gestartet wird, weil das ist eine Bibliothek, die shippt ohne Executable. Ich glaube, es ist ein Trade-off. Wenn man nicht einen Tag reinstecken möchte, so eine Completion-Funktion von Hand zu schreiben, dann sind diese Parser das wert. Wenn man 10 Millisekunden Response will und alle Features ausreizen will, muss man Funktionen lernen, wie man sie schreibt und selbst maintainen. Das wär's von mir. So, ich glaube, wir haben noch Zeit für eine kleine Fragerunde. Erstmal danke für den coolen Talk. Ich fand sehr viel Input und ich denke, oder ich hoffe, dass es noch ein paar Fragen gibt. Möchte irgendjemand fragen? Ja? Soll ich zu dir kommen mit dem Mikro? Oder? Wer hat ja gesagt? Achso. Ah, sorry. Ich habe nichts gesagt. Achso, okay, irgendjemand hat ja gesagt, aber dann darfst du es trotzdem gerne. Es gibt für die verschiedenen Programmiersprachen. Es gibt für die verschiedenen Programmiersprachen ja Libraries, um Optionen zu übergeben. Und deine Aussage war, dass diese Libraries dann auch das Format exportieren können für die verschiedenen Shells, damit sie die Autocompletion machen können? Yes and no. Also das, was viele können, die ich gesehen habe, ist, dass sie einfach nur by default eine Flagge Completion oder so einfügen und dann das Programm, wenn es aufgerufen wird, terminieren und auf die Kommandozeile printen, das sind gültige Werte jetzt. Ja. Und dann musst du halt, wo auch immer die herkommt, einen Thin Layer Wrapper drauf haben, der da eine Shell-Funktion draus macht. Also dass du tatsächlich Code Generation hat, was seitenweise alles ausgibt, das habe ich bisher nur bei Clap gesehen. Welche Programmiersprache ist das? Clap ist Rust. Okay. Das andere eben, was arg-complete in Python und click in Python machen, ist, dass sie bei Runtime ein Printout von gültigen Werten machen. Cobra für Go macht auch komplett für die Shell die Funktion, nicht nur die Werte. Ah, okay, also für den Stream Cobra macht auch komplette Funktionen und nicht nur okay, Printout. Okay, die zweite Frage wäre, du hast gesagt, dass man das cachen könnte. Ja, also gibt's dafür einen Standard? Kein, der mir bekannt ist. Also ich weiß auch nicht, was Bash und Fish und PowerShell machen. Ich weiß nur, dass ZSA irgendwann in der Dokumentation für den Comp-Init-Befehl steht drin, wo du deinen Cache hinlegen möchtest, ob der jedes Mal validiert werden soll. Und was das eben tut, ist beim Startup von der Shell nur die Timestamps von den Completion-Dateien anschauen. Und wenn die nicht aktualisiert sind, wird der Cache gelesen, wo alle gepassten Funktionen drinstehen. Aber es gibt keine Möglichkeit, dass man sagt zum Beispiel, du hast jetzt ein Kommando eingegeben wie pip, dann ruft der Python auf, holt sich die Kommandos für pip und beim nächsten Mal, wenn du pip eingibst, hat es gecached? Memoizing? Ja,
das ist at the edge of my knowledge, also so von meinem Trial and Error, ich schreibe Funktionen von Hand und mache irgendwie Logging rein, habe ich schon gesehen, dass ein bisschen Memorizing passiert. Aber ich weiß nicht, was welche Stelle jetzt kann. Weil der Call-Overhead bei den Skriptsprachen ist schon gewaltig. Hm. Okay, darf ich noch eine Frage stellen? Du hast gesagt, dass du Variablen-Completion, dass das nicht funktioniert. Soweit ich mich erinnere, in Bash fangen die mit einem Dollar an, oder? Für den Exportbefehl solltest du keinen Dollar machen müssen. Aber ich meine, du sagtest Variablen-Completion. Also wenn du in der Bash eine Bash-Variable-Completion willst, dann könnte er erkennen, dass er einen Dollar hat. Ja, also ich habe was anderes gemeint, als wovon du gerade sprichst. Also wenn ich hier Echo mache und hier meine Home-Variable ausgeben möchte, das funktioniert. Okay, weil ich kenne das von GNU-Term oder genau, so nicht. Genau, was ich meinte ist, wenn ich mache expert-cpp-flags, damit Legs gleich, dann werden mir hier 1000 Vorschläge gemacht, was alles gültige Argumente für G++ sind oder CPP vielmehr, was dann eben vom GNU-Make berücksichtigt wird. Also das ist so ein Workflow, den ich manchmal habe, dass ich sage export cppflags minus w-all, damit einfach alle Compilations, die ich mache, mit allen Warnungen laufen und ich nicht jedes Make-File umschreiben muss. Okay, eine letzte Frage? Ja, darauf mache ich doch. Dann. Ich bin mal auf eine, es ist schon Jahre her, das war im Perl-Umfeld Term Readline, das war ein GNU-Thing und ich glaube, dass Bash die benutzt. Das ist eine Library. Ja. Könnte es sein, wenn es da eine unterliegende Library gibt, die Term Readline heißt, weil die macht da auch die Completion-Geschichten, die kann man da reintun. Wenn die ganzen Shells die benutzen, zumindest im Linux-Umfeld, dass man das da schon da drauf aufbauen könnte? Also das habe ich bei der Talk-Verbreitung gesehen, dass eben das Python R-Complete tatsächlich Readline-Support hat. Weitergelesen habe ich nicht, außer es existiert. Vielen Dank, vielen Dank. Ja. Ich glaube, du hattest noch eine Frage? Dann ich reiche einfach mal das Mikro hier über euch. Achtung. Ja, mehr so ein bisschen Interesse. Ich habe mir gesehen, du hast einen Docker-Container am Laufen und da funktioniert Tab-Completion. Ja. Wenn ich jetzt ein normales Docker-Image nehme, Ubuntu, Debian, und starte das als Container, dann habe ich keine Tab-Completion. Mache ich ein apt-install, Bash-Completion, habe ich es installiert oder funktioniert nicht. Das heißt, ich muss dann in meiner RC die Profile mit reinnehmen. Ja. Aus dem /etc/, ich glaube, das war die Profile oder die bash-rc.d oder sowas. Also irgendwas muss ich damit reinnehmen und dann funktioniert es erst. Ja, also der Grund, warum das hier in dem Docker funktioniert, ist tatsächlich, dass ich das Image, also den Container so vorbereitet habe und hier eben einfach brutal in die ZSRC reingeschrieben habe. Ja. Large Completion, startet die Completion-Funktion. Also ging auch bei dir nicht von Haus aus, du musst es auch Hand anlegen. Genau. Ich finde es ein bisschen verwunderlich, dass das bei den Docker-Containern nicht so funktioniert und ich mein, dann selber da noch ein bisschen rumschrauben muss. Das gleiche hier in den anderen Beispielen, da habe ich überall Startup-Funktionen, die mal sagen, lad die Completion, sie soll wirklich laufen, sie soll so konfiguriert sein, wie ich sie haben will. Unzufriedenstellend. Das hat auch hier, bis das mit Python R-Complete funktioniert hat, länger gebraucht, als ich gehofft hätte. In dem Image aber, ja. Gut, also hast du auch nicht ein spezielles Image, sondern arbeite das mit. So, möchte sonst noch jemand etwas fragen? Nein? Ich glaube, wir sind von der Zeit dann auch fast am Limit. Von daher, ich weiß nicht, soll ich noch was zu deinem Google Forms sagen? Weil du Feedback hast? Ja, also wenn ihr Feedback zu dem Vortrag habt, da gibt es so ein Google Form, wenn ihr bereit seid, Google eure Daten zu geben. ihr könnt den Code scannen oder die URL abtippen oder mich, also für die hier sind. Sorry, bitte. Ah, okay. Ja, sorry, das hatte ich nicht gesehen. Ihr könnt mir auch über Pre-Talks Feedback geben. Danke.